Grüß euch, liebe Leute. Der Flo erzählt euch eine Geschichte heute. Es ist einmal gewesen, ein stumpfer der Besen, der ist in 3 Wochen im Himmel eingelaufen. Na, Spaß beiseite. Bei den letzten Weihnachtsgrüße, beim letzten Adventkalender, da haben wir noch Mods und Zanova gemacht. Wie ihr euch erinnern könnt, da haben wir noch die Ofenhexe austrieben. Weg die Kill! Weg die Flex! Auszutreiben ist jetzt gerade nur die Hex. Und eins, das weiß ich ganz genau. Einen Schnaps brauche ich für die alte Frau. Da spucke ich rein, das zischt und kracht. Dass der Ofen zieht, Tag und Nacht. Heuer möchte ich das Ganze ein bisschen ruhiger umgehen. Das Jahr 2014 neigt sich jetzt langsam dem Ende zu. Und das Jahr 2014 war ein bisschen ein steiniges Jahr. Wenn ich so sagen, ein felsiges. Wenn man selber eigentlich nicht mehr weiß, wie es weitergeht und man ist ganz am Boden und sieht keinen Ausweg mehr, dann ist das ein total feines Gefühl, dass man Leute hat, die was hinter einem stehen. Hoffnung, Herzenswärme, Liebe, Geborgenheit, das sind Grundbedürfnisse, Grundgefühle. Und für die lohnt es sich zu kämpfen. Und man darf nie aufgeben, nicht einmal eine Sekunde im Leben. Und das Gefühl habe ich es mal alle miteinander gegeben. Deswegen möchte ich heuer den Weihnachtsgrüße von Adventkalender so nutzen, um einmal alle Danke zu sagen. In erster Linie möchte ich mal den ganzen Einsatzkräften Dankeschön sagen. Die, die so schnell bei mir am Unfallort waren und für die das sicher nicht leicht gewesen ist, die kommen so nicht zum Unfallort, auf ein Auto aus und statt Tropfenheit rauf, ist meistens Tropfenheit rein. Ich kann euch gleich sagen, Dankeschön für die super Arbeit, die ihr jetzt geleistet habt. Es tut mir leid, dass ich einen hessischen Tag ausgesucht habe, dass euch das Wasser vielleicht bei den Stiefeln rausgerunden ist. Aber auf alle Fälle ein aufrichtiges Danke, dass ihr das so gut gemacht habt. Und jetzt lassen wir das Ärgste mal umgehen. Das heißt, am 2. Dezember haben sie mich jetzt ja wieder operiert, ich bin momentan im Krankenhaus. Aber wenn das vorbei ist, meine, verspreche ich euch, komm ich euch, nachher essen wir mal einen Kuchen und trinken einen Kaffeetschall. Ganz viel danken möchte ich natürlich an mein ganzes Ärzte-Team, die was mit Zahnpflicht haben, die ganzen Therapeuten, meine ganzen Schwestern, dass ich so da stehe, wie ich da stehe. Dankeschön. Dankeschön den ganzen Obleit und Obfrauen von den ganzen Vereinen, was ich auf die Füße gestellt habe und was ich aufgeführt habe für mich. Danke, danke. Und das wisst ihr, ich bin ein Vereinsmeier selber. Und ich tue gerne im Verein arbeiten. Also, da hat es euch nicht scheinen, wenn es einen braucht, der was euch Schnitzel in der Fritteuse umdreht. Oder an irgendeinem Bad, der arbeiten soll oder was. Scheint euch nicht, ruft es mich an, wenn ich den Bock danach, ist überhaupt kein Problem, hilf ich sofort. Und auf alle Fälle ein Dank an jeden Einzelnen von euch, der was mich unterstützt hat, nicht nur finanziell, sondern auch das Telefonat, der persönliche Besuch im Krankenhaus, alles was für mich tun hat, dass sie gemerkt haben, ich bin geboren. Und ich sage euch gleich, danke, danke tausendmal. Ihr seid die lebendigen Christkindl für mich. Aber das wünsche ich euch echt alle miteinander. Selber braves Christkindl. Gesegnete Feiertage, jetzt in der Weihnachtszeit. Lasst es euch gut gehen. Verbringt es mit den Familien, habt es fein. Und nachher auf alle Fälle noch einen guten Rutsch ins Jahr 2015. Weil im Jahr 2015 lassen wir es auf alle Fälle wieder krachen. Danke, pfiat euch.